Ja, vielen Dank für die Ansage. Ich bin etwas beschämt, möchte ich sagen. Es ist sicherlich etwas übertrieben oder vielleicht sogar ein bisschen mehr als übertrieben. Aber trotzdem, ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Liebe Bayern, liebe Baden-Württemberger, liebe aufrechte Kämpfer für Deutschland. Ich freue mich, so viele bekannte Gesichter heute zu sehen und begrüßen zu dürfen. Es ist mir eine ganz besondere Ehre, heute als Flügelvertreterin für Baden-Württemberg zu euch sprechen zu dürfen. Ich danke allen Organisatoren für die hervorragende Vorbereitung dieses ersten süddeutschen Flügeltreffens. Der Bayerische und Baden-Württembergische Flügelverband haben diese Veranstaltung gemeinsam geplant, zum einen, weil es immer schwieriger wird, entsprechende Veranstaltungsräume zu bekommen und zum anderen, um uns gegenseitig besser kennenzulernen und zu vernetzen. Ja, was wäre der Flügel ohne Björn Höcke? Deshalb sind wir überglücklich, ihn heute als Ehrengast unter uns zu haben. Nochmals auch von mir herzlich willkommen, Björn. Was wäre der Flügel ohne euch? Ohne die vielen Mitglieder, Unterstützer und Sympathisanten als tragende Säule? Nichts. Beides gehört untrennbar zusammen und diese Einheit ist es, die uns so stark macht. Deshalb danke ich euch allen von ganzem Herzen, die ihr den Weg hierher gefunden habt, um mit uns zusammen ein paar gesellige Stunden zu verbringen. Das stärkt unseren Gemeinschaftssinn und gibt uns neue Kraft für die bevorstehenden Wahlkämpfe, von denen vor allem die Landtagswahlen im Osten von besonderer Bedeutung sein werden. Dieser Zusammenhalt untereinander ist im Moment besonders wichtig. Denn neben den immer aggressiver agierenden politischen Gegnern kommen nun auch noch innerparteiliche Angriffe gegen Mitglieder, die sich weiterhin allen Denk- und Sprachverboten widersetzen, so wie wir es uns als Partei einst auf die Fahnen geschrieben hatten, was nun aber von unserer Führung anscheinend nicht mehr erwünscht ist. Namenhafte Vertreter unserer Partei verwenden die Sprache und die Methoden unserer politischen Gegner gegen eigene Mitglieder, um sie zu diskreditieren, und liefern sie somit unseren Feinden aus. Heidenheim war diesbezüglich eine Zäsur und wird allen dort Anwesenden unvergesslich bleiben. Die Folgen sind vor allem in Baden-Württemberg in fast allen Kreisverbänden zu spüren. Noch nie gab es eine dermaßen Motivation der Mitglieder, die sich in mangelnder oder gar nicht vorhandener Bereitschaft zur Unterstützung der Wahlkampfaktivitäten zeigt, leider auch in meinem eigenen KV. Dieses in meinen Augen schwer parteischädigende Verhalten werden die Mitglieder bzw. die Delegierten zu einem geeigneten Zeitpunkt bewerten müssen. Und damit möchte ich es mit meinem Blick zurück auch bewenden lassen, denn wir sind heute hier, um in die Zukunft zu schauen. Das Europawahlergebnis wird uns sicher enttäuschen, denn Glaubwürdigkeit und Vertrauen sind das höchste Gut einer Partei. Ohne irgendeine Bewertung einer Schuld vorzunehmen, ist ganz offensichtlich, dass uns die Spendengeschichten viele Stimmen kosten werden, denn die Partei hat ihre proklamierte moralische Überlegenheit gegenüber den Altparteien und damit ihre Unschuld verloren. Ein sich nicht minder negativ auf die Wahlen auswirkende Aktion ist der Umgang des Bundesvorstands mit Frau von Sayn-Wittgenstein. Kompakt vorschreiben zu wollen, wen diese als Referent zu ihrem Kongress einladen, ist etwas, das ein Mitglied aus meinem Kreisverband folgendermaßen kommentierte.
Das kann doch nur Sabotage sein. Gespannt bin ich auf die Kommunalwahlergebnisse, die ja sehr stark von den aufgestellten Kandidaten abhängig sein werden. Ich hoffe sehr, dass die Wähler differenzieren und nicht die Kleinen vor Ort für die Fehler von oben zur Verantwortung ziehen. Wir werden es sehen. Für mich persönlich werden jedoch die Landtagswahlen in Ostdeutschland das bedeutendste Ereignis in diesem Jahr sein. Hier haben wir berechtigte Hoffnung auf sehr gute Wahlergebnisse, wie ja die Umfragen jetzt schon bestätigen. Die drei Landesverbände werden bei den anstehenden Wahlen neue Maßstäbe setzen. Sie sind auch unsere große Hoffnung im Westen. Denn ihre Ergebnisse werden auch auf uns abstrahlen. Davon bin ich überzeugt. Vielleicht gelingt es den Menschen im Osten noch einmal, zu den Helden von 1989 zu werden, diesmal an der Wahlurne. Und dann müssen wir denen da oben, Merkel und Co., geschlossen, ganz entschieden und unmissverständlich Folgendes mitteilen. Erstens, wir lassen es nicht länger zu, dass man mit uns Experimente durchführt. Schluss mit Multikulti! Zweitens, wir sind ein stolzes Volk und wir lassen uns nicht länger demütigen, schon gar nicht von psychisch kranken Deutschlandhassern. Nationalstolz ist Ehrensache. Drittens, wir geben unsere angestammte Heimat, das Land, in dem wir geboren wurden, das Land unserer Vorfahren und unserer Kinder nicht freiwillig auf. Das Recht auf Heimat ist ein Grundrecht. Und viertens, wir lassen uns nicht mehr auseinanderdividieren in Ost und West, in Hell- und Dunkeldeutschland, denn wir sind eine Nation, wir sind ein Volk. Das müssen die klaren Ansagen aller führenden AfD-Vertreter im Bundesvorstand, in den Landesvorständen und in allen Fraktionen sein. Deshalb möchte ich noch einmal von hier aus allen mit auf den Weg geben. Richten wir unsere Kraft und unsere Energie endlich auf den politischen Gegner und nicht auf die eigenen Leute. Wir haben keine Zeit für solche sinnlosen Auseinandersetzungen. Deutschland hat keine Zeit mehr dafür. Auch hoffe ich sehr, dass mit den erfolgreichen Wahlen im Herbst der Einfluss der ostdeutschen Verbände bundesweit größer wird, denn die AfD-Vertreter im Westen agieren viel zu ängstlich und defensiv. Sie lassen sich von den Medien treiben und den Meinungskorridor vorgeben, anstatt diesen selbst zu bestimmen. Liebe Freunde, Deutschland war einmal ein friedliches, sicheres Land, in dem sozialer Frieden und Wohlstand zu Hause waren. Skrupellose antideutsche Politiker und Ideologen haben dieses Land an die Wand gefahren, freudig und sklavenhaft unterstützt von ihren Vasallen der Presse. Vor diesen dürfen wir weder kriechen, noch dürfen wir ihnen jemals Vertrauen entgegenbringen. Folgende Dinge sind entscheidend, um gegen die unheilvolle Allianz eines scheinbar übermächtigen Gegners doch noch siegen zu können. Erstens, der eiserne Wille, unsere Heimat für unsere Kinder zu erhalten,
auch wenn der Kampf dafür mit persönlichen Repressalien verbunden ist. Zweitens, wählt die Vorstände sorgsam nach genau diesen Kriterien aus. Lasst euch nicht blenden von Worten. An den Taten, an einer unerschütterlichen Gradlinigkeit könnt ihr die Richtigen erkennen. Drittens, Aufklärung, Aufklärung und nochmals Aufklärung der noch schlafenden Bevölkerung. Und viertens, ich wiederhole es immer und immer wieder, Solidarität untereinander. Bedenkt bitte, es geht nicht nur um ein paar kleine Korrekturen. Nein, es geht um alles. Deutschland muss deutsch bleiben. Nehmen wir diesen heldenhaften Kampf auf. Es lohnt sich. Deutschland ist das wunderbarste Land der Welt und wir alle haben nur diese eine Heimat. Holen wir uns unser Land zurück. Vielen Dank.